ist, Herr. Seid lieber vorsichtig, die dunkle Brut kommt. Ich weiß. Darren Logan ist also der neue Regent. Mein größter Charakter ist nicht schwieriger zu treffen, allerdings absorbiert seine Rüstung einen Teil des erlittenen Waffenschadens. 11 FPS. 23 so, wen haben wir denn hier, Männer? Ich würde sagen, wir sind gesegnet. Oh, Loghains Männer. Das verheißt nichts Gutes. Haben wir nicht den ganzen Morgen damit verbracht, nach einem Burschen zu suchen, der genauso aussieht? Und haben nicht alle gesagt, sie hätten niemanden gesehen, auf den die Beschreibung passt? Es scheint, als hätte man uns belogen. Meine Herren, es besteht doch sicherlich kein Grund für Streitigkeiten. Das hier sind ohne Zweifel nur ein paar weitere arme Seelen auf der Suche nach Schutz. Sie sind mehr als das. Jetzt geht uns aus dem Weg, Schwester. Wenn ihr diese Verräter beschützt, droht euch dieselbe Strafe wie ihnen. Wie kommt ihr darauf, dass wir Verräter sind? Taryn Logan behauptet, die Grauen Wächter hätten unseren König verraten. Wusstet ihr das nicht? Genug geredet! Nehmt den Wächtern Gewahrsam! Tötet die Schwester und jeden, der euch in die Quere kommt! Ja, bringen wir es hinter uns. Und einmal kurz gemacht. Und man hört gar nichts. Möge das Spaß. Das müsst ihr mir nicht zweimal sagen. Schon gut, ihr habt gewonnen. Wir ergeben uns. Gut. Sie haben ihre Lektion gelernt und wir alle können aufhören zu kämpfen. Ich will nicht, dass Sie Logan Bericht erstatten können. Bitte nicht! Wartet! Sie haben sich ergeben. Sie sind keine Gegner für euch. Verschont sie. Überbringt Logan eine Nachricht. Was sollen wir ihm sagen? Er wird für seine Tat bezahlen. Wir werden ihn zur Rechenschaft ziehen. Ich werde es ihm sagen. Auf der Stelle. Jetzt. Ich danke euch. Verzeiht meine Einmischung, aber ich konnte einfach nicht tatenlos daneben sitzen. Wer seid ihr überhaupt? Gestatte, dass ich mich vorstelle? Ich bin Liliana, eine der Laienschwestern der Kirche hier in Lothering. Das heißt, ich war es. Was bedeutet das? Ich habe mich der Kirche angeschlossen, um ein Leben in friedlicher Kontemplation zu führen, bin aber keine Priesterin, nicht mal eine Anwärterin. Ich bin erfreut, euch kennenzulernen. Die Männer sagten, ihr seid ein grauer Wächter. Dann werdet ihr also die dunkle Brut bekämpfen, richtig? Das machen graue Wächter doch. Nach dem, was geschehen ist, braucht ihr sicher jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Deshalb komme ich mit euch. Ich brauche Hilfe, das ist wahr. Und außerdem möchte der Erbauer, dass ich mit euch gehe. Sicher. Nee. Der Bauer ist auf meiner Seite, dann willkommen an Bord. Dann glaubt ihr mir? Oh, ich wusste, dass den Traum wirklich der Erbauer geschickt hat. Die Vision, dass ich euch diene und dadurch seinen heiligen Plan verwirkliche. Vielleicht ist euer Schädel doch schwerer beschädigt worden, als Mutter dachte. Danke. Ich weiß diese Chance wirklich zu schätzen. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ich hole mir mal ganz kurz was zu trinken. Ich habe hier zwar nur Energies rumstehen, aber ist ja auch eine Flüssigkeit. Und sie ist zuckerfrei. Der Hunger mal weg. Verflucht und verdammt! So. Ich glaube, der Hunger klingt nicht weniger als... Ey, leg die Waffe weg. So wahr ich lebe und atme. Ihr seid der graue Wächter, über den alle reden. Kann ich etwas für euch tun? Ich vertrete die Blackstone-Freischärler. Wir sind eine Söldnergruppe, die nach dem Krieg gegen Orlais harte Zeiten durchgemacht hat. Ihr wisst sicherlich, dass die Zeiten jeden Tag schlimmer werden.
Mit eurer Hilfe könnten die Freischärler für Raelton erneut von Nutzen sein. Warum? Wie kann ich euch helfen? Unsere Anführer haben schon vermutet, dass ihr bereit wäret, uns zu helfen. Jeder unserer Posten in Ferelden hält an euch adressierte Briefe bereit. Im Gegensatz zu den meisten, die mit uns zusammenarbeiten, erhaltet ihr die Briefe direkt von unseren Anführern Ra'el-Noor und Tau'ran. Ich hoffe, das zeigt euch, wie sehr die Freischärler die Grauen Wächter schätzen. Ich werde sie mir ansehen. Ich danke euch. Kehrt einfach zu mir oder einem unserer Mitglieder bei den Freischärlerposten zurück, wenn ihr eine Mission abgeschlossen habt. Wir sorgen dafür, dass ihr für eure Bemühungen entlohnt werdet. Möge der Segen des Erbauers euch den Weg weisen. Neuer Codesantrag. Brief von Blacks... Blablabla. Genau. Diesen Brief... wo finde ich denn den? Notiz? Von Sir Hendrik. Nee. Kreaturen, Gegenstände? Nee. Oh, das war der Bauer. Das werden wir uns alles irgendwann mal durchlesen. Kreaturen, Geschichte? Ach, komm. Ich seh's auch egal. Mhm. Vielleicht werden wir es doch nicht durchlesen. Ich kann nicht einfach meinen gesamten Hof... Ich habe gehört, was ihr mit dem anderen Händler gemacht habt. Er hat bekommen, was er verdient. Aber ich habe noch immer keine Lebensmittel zu verkaufen. Wo in Lothian kann ich gut bezahlte Arbeit finden? Werft einen Blick auf die Anschlagtafel des Kantors bei der Kirche. Dort findet ihr gute Aufträge. Ich nehme nicht an, dass ihr euch mit Giften auskennt. Mit Giften? Ja, genau, mit Giften. Ich habe auf meinem Land einige Fallen aufgestellt. Und ich habe gehört, dass Gift diesen Bestien ebenso schadet wie jedem anderen auch. Was, wenn Flüchtlinge in eure Falle treten? Dann sollten sich diese verdammten Taugenichtse von meinem Land fernhalten. Außerdem ist es in diesen Zeiten äußerst unwahrscheinlich, dass jemand, der nachts herumschleicht, etwas Gutes im Sinn hat. Also, könnt ihr Gifte herstellen oder nicht? Das ist die dümmste Idee, die ich je gehört habe. Das Gleiche hat die älteste Miriam auch gesagt. Aber es ist mein Geld und mein Land. Ich will nachts nur ein bisschen ruhiger schlafen können. Was passiert, wenn ich jetzt eins drücke? Ich habe mich an derartigen Dingen schon versucht. Ich wusste, ich würde jemanden finden, wenn ich nur lange genug herumfrage. Ich würde für ein einfaches Gift gut bezahlen. Es muss irgendetwas sein, was diese Dinger langsamer macht oder ihnen etwas zum Nachdenken gibt. Habt ihr eine Ahnung, wo ich die Zutaten finden könnte? Im nördlichen Wald gibt es Kräuter. Ansonsten gilt das Gleiche wie für alles andere auch. Seht euch im Dorf um. Manche Flüchtlinge haben Teile ihres Besitzes zurückgelassen, um schneller reisen zu können. Ich weiß allerdings nicht genau, was ihr benötigt. Möglicherweise habe ich auch etwas davon auf Lager. Warte mal, ich muss erst mal gucken. Ein Giftangebot. Ein giftiges Angebot. Gifte. Kann ich denn das machen? Wenn, dann mit ihr. Nee, schau mal nicht. Ich zeig mir mal, was. Seid ihr mit dem Gift schon weitergekommen? Oder möchtet ihr euch meine Waren ansehen? Sagt mir, was ihr anzubieten habt. Ach, ich brauche einfach etwas, was mehr.
Hm. Ach komm. Das kann weg. Das Rekrutenschild kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Ich habe bis jetzt nichts gebracht. Amethyst kann auch weg. Granat. Jade. Wundumschläge. Auch ein normaler Wundumschlag. Der hat keinen Rucksack anzubieten. Was gibt's denn hier oben? Bitte! Ich muss ich weiterspielen, wenn ich heute Nacht auch nur das Geringste verdienen will. Als könnten wir hier noch mehr Kämpfe gebrauchen. Seht ihr nicht, wie verängstigt alle hier sind? Naja, ich muss halten. Warum habe ich eigentlich rote Punkte? Würde mich jetzt interessieren. Kann man sich der dunklen Brut ergeben? Macht sie Gefangene? Ich habe gehört, sie fressen einen. Ich habe gehört, sie versklaven ihre Gegner. Sie schaffen sie unter die Erde und kleiner Schild. Lassen sie für sich arbeiten. Hast du je von einem ehemaligen Sklaven gehört? Ich wette, sie werden einfach krank und sterben. Ich hörte, die Banditen sind zurückgekehrt. Warum töten die Templer sie nicht? Seid gegrüßt, Fremder. Ich nehme nicht an, dass ihr jemanden kennt, der Fallen herstellen kann, oder? Wozu braucht ihr die Fallen? Der alte Balin sagte, die dunkle Brut könnte bald hier sein. Er hat einige Fallen auf seinem Hof. Ich dachte, ich sollte auf meinem Land vielleicht auch welche aufstellen. Aber Balin will seine Fallen vergiften. Ich möchte ganz normale Fallen. Warum kauft ihr nicht einfach welche? Es gibt keine mehr. Balin hat alle Fallen, die es im Dorf gab, auf seinen Feldern aufgestellt. Tut mir leid, ich kann keine Fallen herstellen. Entschuldigt. Ich wollte euch nicht belästigen. Lothering hat keine Betten mehr für weitere Flüchtlinge. Und dennoch kommen immer mehr von ihnen. Ja, super. Egal. Würdest du? Mutter sagt, wir müssen wegrennen, bevor die bösen Männer hierher kommen. Es heißt, eure Mutter sei Flemeth, eine Hexe aus der Corkery-Wildnis. Es heißt auch, wer sich die Füße im Winter wäscht, bekommt eine Erkältung. Obgleich wir alle wissen, dass dem nicht so ist. Aber manchmal stimmt es erlaubt auch. Ihr? Wie etwa in ich diesem könnte Fall. Das machen. Ich kann damit mit ihr also verschlossene Kisten öffnen. Okay. Natürlich. Denkt ihr, meine Mutter lässt mich gehen, ohne mir sämtliche Schwänke ihrer Jugend zu erzählen?
tun. Meine Mutter hat mir auch Geschichten erzählt. Sie hat als einzige meine Vorliebe für alte Sagen und Legenden gefördert. Oh, die Geschichten meiner Mutter ließen mir das Blut... Bäume. Kein kleines Mädchen will hören, wie ihre Mutter Wilde mit ins Bett nahm. Sie benutzte, bis sie nicht mehr konnten. Hast du dich gestern mit diesem Ritter unterhalten? Er sagte, er sei aus Radcliffe. Er hat mit jedem in der Taverne gesprochen. Aber woher sollen wir denn wissen, wo die Urne der Heiligen... Ich habe da eine Frage, Alistair, die ich euch zu beantworten bitte. Habe ich eine Wahl? Von den zwei verbliebenen grauen Wächtern seid ihr der Dienst... Ältere. Es ist seltsam, dass ihr dem anderen die Führung überlasst und selbst nur hinterdrein trottet. Das findet ihr also seltsam, ja? Ihr beugt euch einem neuen Rekruten. Ist das bei den Grauen Wächtern so üblich? Oder handelt es sich um eine persönliche Entscheidung? Was wollt ihr hören? Dass ich mich lieber unterordne? Genauso ist es. Ihr seid sehr abweisend. Könnt ihr euch nicht in ein Gebüsch verziehen und dort einfach sterben? Das wäre sehr freundlich. Besten Dank. Gehen wir noch in die Kirche, weil da haben wir nämlich auch noch verschlossene Truhen. Alter, ich habe jetzt schon seit innerhalb von 2 Stunden 3 Energies getrunken. Alter. Ein bisschen genug, glaube ich, ne? Aber ja, es ist 23.50 Uhr. Und ich nehme auf. Ich habe keine Ahnung, wie groß diese Aufnahmen sind. So, hier gab es doch noch Verschlossenes. Oder irre ich mich? Lustig. Aber hier gab es meines Wissens nichts mehr. Ich bin dankbar für alles, was wir nehmen können. Wie ihr meint. Jetzt geh raus. Hallo. Weil das können wir wieder im Verkauf. Ich weiß nicht, ob man das gerade gehört hat, bei uns stimmt's. Ich kann ja mal ein bisschen das Fenster öffnen. Ui. Da kommt gleich das komplette Fenster mit. So. Was? Wir hatten doch noch mehr verschlossene Truhen. Oder irre ich mich? Ups. Oh. Aber Luther. Was auch immer ihr wünscht. Bergkristall. Also, verstehe ich das richtig? Ihr wart eine Klosterschwester? Und ihr müsst ein Bruder gewesen sein, bevor ihr ein Templer wurdet, oder? Ich war ja kein vollwertiger Templer. Ich wurde vor meinem Gelübde für die Grauen weg. Hast du schon die neuen Rekrutierer gesehen? An deiner Stelle wäre ich etwas leiser. Zieh nur mehr, ja. Seid ihr mit dem Gift schon weitergekommen? Oder möchtet ihr euch meine Waren ansehen? Das ist schade. Ich an eurer Stelle würde mich im Wald und im Dorf umsehen und vielleicht auch einen Blick auf meine Bestände werfen. Es müsste in der Gegend genügend Zutaten für ein Gift geben. Und selbst wenn es nur Rattengift ist, nehme ich es. Ich habe doch jetzt Gift. Schlangengift, aber trotzdem.
nehme das einfach mal an. Und guck mal, was ich da. Das lese ich jetzt nicht durch. Rekrutesertrag. Ich will nach Hause. Ich glaube, das Zuhause existiert nicht mehr. Wundumschlag, ein Schwachhaubenwundumschlag. Geste. Sprecht mit Denal, wenn ihr etwas wollt. Ich kümmere mich nicht um Kunden. Seid ihr mit dem Gift schon weitergekommen? Was für ein Oder Gift möchtet du? Ihr euch meine Waren ansehen? Das können wir gleich nochmal angucken, glaube ich. Also ich kann verkaufen. Ich hab doch jetzt Schlangengift. Bergkristall. Wie sieht die dunkle Brut eigentlich aus? Hast du sie so je gesehen? Wie sie aussieht. Nein, und ich bin noch nicht scharf. Warum habe ich rote Blüte? Früher oder später werden wir vermutlich reichlich. Wie könnt ihr es wagen, mich des Diebstahls zu bezichtigen? Ich habe gesehen, wie ihr Vorräte von meinem Karren genommen habt. Die vielen Wiesen haben eure Augen geschwächt. Ihr ein Chasing würde sich niemals zu einem Diebstahl herablassen. Ihr Wildnis Leute aus den Marschen seid doch alle Diebe und Lügner. Das reicht. Die Leute hier sind ohnehin schon verzweifelt und verängstigt. Sie brauchen nicht auch noch eine Prügelei zwischen euch beiden. Aber was ist mit meinen Vorräten? Ich sagte, es reicht. Dieser Marschbewohner hat mich bestohlen! Ich weiß es! Ja, schön für dich. Schock, eben. Astarit, Merat, Edvasit, aber... Ihr gehört nicht zu denjenigen, die mich gefangen genommen haben. Ich werde euch nicht mehr Unterhaltung bieten als den anderen Menschen. Lasst mich in Frieden. Wie seid ihr denn gefangen? Wer hat euch eingesperrt? Ich bin in einem Käfig. Oder etwa nicht. Eingesperrt wurde ich von der Kirche. Die ehrwürdige Mutter sagte, er habe eine ganze Familie erschlagen. Selbst die Kinder. Es ist so, wie sie sagt. Ich bin Sten de Beresat, der Vorhut des Volkes der Kunari. Kunari? Wenn ihr noch nichts von uns gehört habt, ist das eine Unzulänglichkeit eurerseits. Aber das ist jetzt auch unwichtig. Ich werde schon bald sterben. Diese stolze und mächtige Kreatur soll der dunklen Brut zum Fraß vorgeworfen werden. Selbst wenn ihr keine Verwendung für ihn habt, schlage ich vor, dass ihr ihn aus Barmherzigkeit freilasst. Barmherzigkeit? Das hätte ich nicht von euch erwartet. Ich schlage außerdem vor, dass Alistair seinen Platz im Käfig einnimmt. Das wiederum hatte ich erwartet. Ich schlage vor, ihr überlasst mich meinem Schicksal. Ich könnte ein wenig Hilfe gebrauchen. Zweifellos. Welche Art Hilfe sucht ihr? Ich habe geschworen, das Land gegen die Verderbnis zu verteidigen. Die Verderbnis? Dann seid ihr ein grauer Wächter. Ja, überraschend. Mein Volk kennt die Legenden über die Stärke und Fähigkeiten der Grauen Wächter.
Aber vermutlich sind nicht alle Legenden wahr. Würde die ehrwürdige Mutter euch freilassen? Vielleicht, wenn ihr ihr sagt, dass die grauen Wächter meine Hilfe benötigen. Dabei könnte ich ebenso schnell den Tod finden wie hier. Ich werde euch vorerst verlassen. Dann lebt wohl. Damit er hier verhungert oder von der dunklen Brut geholt wird? Niemand verdient dieses Schicksal, nicht einmal ein Mörder. Stan, okay. Neue Quest, die Gefangene der Kunari.